Ganz herzlichen Dank, lieber Herr Kallinger. Aber jetzt muss ich gleich mit einer Frechheit anfangen. Da müssen Sie ignorant sein, dass Sie keine besseren Leute als mich kennen. Also, lieber Herr Neunzig, liebe Frau Bundestagsabgeordnete Ute Vogt, lieber Felix, liebe andere Plant of the Planet Freunde, lieber Fridtjof Finkbeiner, wo ist er? Ach ja. Und liebe Gäste, ja, es gibt ein Lied, ein schönes, kämpferisches, allerdings oft missbrauchtes Lied, dem Bauernkrieger Florian Geyer gewidmet. Und es endet mit den Worten: Geschlagen ziehen wir nach Haus. Unsere Enkel richten's besser aus. Das ist das, was mir einfällt. Denn unsere Generation hat ja praktisch alles kaputt gemacht. In den letzten 50, 60 Jahren ist so viel zerstört worden, unglaublich, dass wir ganz dringend einen Kurswechsel brauchen, damit das nicht so weitergeht. Und die einzige Hoffnung, die unsere alte Generation trägt, ist, dass es die Jungen gibt, die es besser ausrichten. Und dazu gehört natürlich insbesondere Felix Finkbeiner und 100.000 andere junge Kinder und Heranwachsende, die finden, so darf es nicht weitergehen. Dieses Symbol, Baumpflanzen, ist natürlich nicht nur ein Symbol. Aber es ist ein sehr wichtiges Symbol. Es ist aber auch ein Beispiel dafür, dass ein Einzelner einfach mal anfangen kann, andere Freunde dazu bringen, den Eltern zeigen, was man alles machen kann, sich nicht nur von denen bevormunden lassen und dann immer mehr bewirken. Und ihr habt viel erreicht. Als ich dich kennengelernt habe vor 7 oder 8 Jahren, da war es noch ganz in den Anfängen, ich war schon damals sehr beeindruckt. Aber in der Zwischenzeit hört man dich bei der UNO oder beim Klimagipfel oder in den Medien der Welt, das war ja auch auf Chinesisch und so. Und vor allem hast du 100.000 Freunde gewonnen, die mit dir die gleiche Sache betreiben. Bisher habt ihr sowas wie 13 Milliarden Bäume gepflanzt. Ich hoffe, die meisten stehen noch und wachsen. Aber ihr wollt nochmal 80 Mal ehrgeiziger werden. Bis 2020 sollen es das eine Billion, also 1000 Milliarden werden. Sodass einfach überall auf der Welt, wo Bäume auch wachsen können, in Grönland geht das nicht so gut, euer Werk vorhanden ist. Und das ist fantastisch, ermutigend. Aber es steht natürlich vor dem Kontrast all dessen, was da in der Zwischenzeit kaputt gegangen ist. Und wir müssen darüber nachdenken, wie diese Kaputtmachmaschine endlich umgedreht wird. Im Jahr 2015 haben wir wichtige Entscheidungen weltweit zu erwarten. Einerseits im Herbst die Beendigung der Runde über die nachhaltigen Entwicklungsziele, die die vorherigen, dieses Jahr gewissermaßen zum Ende kommenden Jahrtausend Entwicklungsziele ablösen sollen und wo endlich das Thema Umwelt ausdrücklich mit hereinkommen soll. Und gegen Ende des Jahres, Anfang des Winters, ist dann in Paris die große Klimakonferenz. Letzteres ist auch ganz besonders wichtig. Ich war gestern in Venedig. In dem Hotel war der Frühstücksraum 10 cm unter Wasser. Es gab kein Frühstück. Da kann man mit Händen greifen, was es bedeutet, wenn das globale Klima sich erwärmt und der Meeresspiegel steigt. Wenn man sich vorstellt, dass das Eis, was heute noch auf Grönland, auf den Felsen von Grönland ruht, 3000 Meter dick, oder der Westantarktis, das plötzlich mechanisch instabil wird und ins Meer rutscht, dann steigt der Meeresspiegel
um 7 bis 15 Meter. Das kann dann sehr rasch gehen. Das heißt, wir spielen wirklich mit dem Feuer. Wirklich. Aber die heutige Ökonomie belohnt noch und subventioniert noch, die Staaten subventioniert noch in Multimilliardenhöhe das Verbrennen von fossilen Brennstoffen. Und nicht das Pflanzen von Bäumen. Oder ganz, ganz selten. Das heißt also, die heutige Politik und Ökonomie ist das Gegenteil von dem, was eigentlich nötig wäre. Ihr seid eine sehr wichtige Gruppe, auch in dem Konzert der Kräfte, die für diese Sustainable Development Goals, die nachhaltigen Entwicklungsziele, zuständig sind. Die Gemeinschaft der Staaten, die Vereinten Nationen, haben eingeräumt, dass 9 wichtige Gruppen sich äußern, mitspielen als Stimmen, Vertreter für eben bestimmte Gruppen. 9 Stück. Eines davon ist die Wirtschaft. Die Wirtschaft ist mit Abstand der mächtigste Stimmenträger. Und dann gibt es noch 5 weitere, dazu gehören die Arbeitnehmer, dazu gehören die Kommunen, dazu gehört die Wissenschaft und noch 2 andere, die in Wirklichkeit auch die Politik der Wirtschaft machen, nämlich Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ich habe an einer solchen Konferenz in New York teilgenommen, wo es um diese nachhaltigen Entwicklungsziele ging. Und der einzige Konsens, auf den man sich einigen konnte, war Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und dann gibt es 3 Gruppen, die eine andere Stimme sprechen. Das sind die Vertreter der indigenen Völker, deren Lebensräume gegenwärtig überall vernichtet werden. Und es ist die Gruppe der Frauen. Meine Frau war 2012 bei dem UNO-Gipfel in New York sozusagen die oberste Vertreterin der Frauen. Und die Kinder, Kinder und Jugendlichen, die sich immer wieder auf Plan for the Planet beziehen, weil sie sagen, das ist das, was uns eigentlich eint. Und das sind die 3 Gruppen, die versuchen, auch etwas für eine enkeltaugliche Politik bei den Vereinten Nationen zu tun. Und wenn es euch nicht gäbe, hätte man schon sprachlich Schwierigkeiten und erst recht machtmäßig. Aber bisher seid ihr in einer Minderheit. Man muss dafür sorgen, dass ihr zur Mehrheit werdet. Dieses wird aber nicht funktionieren, wenn man nicht versteht, was denn die Mehrheit eigentlich antreibt. Warum alle Wachstum, Wachstum, Wachstum schreien. Natürlich gibt es sowas wie eine Milliarde wirklich bitterarmer Menschen. Das Überwinden der bitteren Armut ist eines der wichtigsten Ziele für die nachhaltigen Entwicklungsziele. Und den Konsens dieser Armen mit den Reichen, mit der Wirtschaft, mit der Politik erreichen sie immer dann, wenn sie sagen, ja, wir brauchen eben Wachstum. Ökonomie, auf Englisch, rising tide lifts all boats. Wenn der Spiegel steigt, dann kriegen alle was ab. In Wirklichkeit nimmt aber der Abstand zwischen Arm und Reich ständig zu. Unter Absingen von lauter gerechtigkeits- und wachstumsfreundlichen Liedern. Das heißt, in Wirklichkeit geschieht gar nicht das, was ständig propagiert wird. Das heißt, ihr müsst in gewissem Sinne eine Allianz bilden mit denjenigen, die heute immer als Vorwand für zum Teil unsinniges und zerstörerisches Wachstum herhalten müssen. Also den Armen. Gerechtigkeit muss dazugehören. Aber die Art, wie ihr Bäume pflanzt, ist ja nun durchdrungen von Gerechtigkeitsüberlegungen. Das heißt, da habt ihr kein sehr schweres Spiel. Ihr müsst nur wissen, dass das Spiel gespielt werden muss und dass man dann endlich auch Mehrheiten hinter sich bekommen muss. Dazu muss man aber dann noch weitergehen. Man muss wissen, dass es zerstörerisches Wachstum gibt und organisches, enkeltaugliches Wachstum. Das muss unterschieden werden können. Eine Entkopplung der beiden muss stattfinden.
Zu dem zerstörerischen Wachstum gehört in vielen Hinsichten auch das Bevölkerungswachstum. Wenn wir nur 4 Milliarden Menschen auf der Erde wären, dann hätten wir längst nicht so viel Zerstörung wie heute. Das muss auch mit dem Programm sein. Dann der Raubbau an Bodenschätzen, das ist absolut nicht enkeltaugliches Wachstum. Wird aber überall subventioniert. Und dann natürlich die Verbrennung von Öl, Kohle und Gas. Das Klimaproblem. Es gibt gerade eine neue Studie, die sagt, dass der Verbrauch von erneuerbaren Ressourcen, zum Beispiel für Ernährung und so weiter, noch früher seinen Gipfel erreicht als das Öl oder das Gas. Sogenannte Peak Oil. Nein, wir haben ein Peak Food Production zu erwarten. Das heißt also, auch die erneuerbaren Rohstoffe sind nur sehr begrenzt erneuerbar, weil die Fläche nicht beliebig groß ist. Der Club of Rome, dem Fridtjof Finkbeiner und ich angehören, bewegt sich gegenwärtig von der Beschwörung der Grenzen des Wachstums, die natürlich weiterhin wichtig ist, zu einer Neuformulierung der Ökonomie. Denn die heutige Ökonomie belohnt den Verbrauch der Naturgüter und die Nachhaltigkeit bleibt im Wesentlichen Lippenbekenntnis. Der Weg zu einer sich selbst stabilisierenden, also enkeltauglichen Gesellschaft, ist noch sehr weit. Ohne die permanente Ermutigung, auch Selbstermutigung, wird das nichts werden. Aber ich könnte mir im Moment in Europa kein besseres Symbol für diese Ermutigung für die Jungen und für die alte Generation vorstellen, als das, was du, Felix Finkbeiner, in den letzten 8 Jahren auf die Beine gestellt hast, zusammen mit deiner großen Schar von tollen Freunden. Und deswegen bin ich ganz zuversichtlich, dass wenn du so alt bist wie ich, du nicht mehr singen musst, geschlagen ziehen wir nach Haus. Dass ihr also nicht mehr auf die Enkel warten muss, weil ihr es im Grunde selber gemacht habt. Vielen Dank.